Mein Name ist Nicole Heider, ohne E, mit Bart. Hallo, ich bin Klaus, ich bin 66 Jahre alt und wohne in Velbert. Hi, ich bin die Monika. Und ich der Hans-Wilhelm. Wir sind Rentner und kommen aus dem schönen Ratingen. Ich komme aus Jülich, bin zu meiner besseren Hälfte nach Jülich gezogen. Dort haben wir uns ein neues Haus gekauft. Dadurch habe ich natürlich das alte, was ich besessen habe, in Ratingen verkaufen wollen, nicht müssen. Hi, ich bin der Sven, 45, verheiratet, zwei Kinder. Komme aus Düsseldorf, wohne aber jetzt in Mettmann. Hallo, ich bin der René aus Lindhorf. Ich bin Betriebswirt, seit 25 Jahren Unternehmer. Und ich habe mein Mini-Reihenhaus mit Coco Immobilien verkauft. Das ist die Geschichte, die wir heute erzählen. Wir haben in Düsseldorf eine Altbauwohnung verkauft. Ich habe die knappe 8 Jahre gehabt in Düsseldorf und ja, wie das in der Zeit so ist, wenn man kurz vor 40 ist, man gründet eine Familie, das erste Kind kommt, das zweite Kind ist unterwegs. Die Wohnung war zu klein, wir brauchten mehr Platz und wir hatten für uns die Entscheidung getroffen, wir wollen raus aus der Stadt, wir wollen raus aufs Land, auch gerne ein bisschen mehr Platz realisieren. Und das war so der Startpunkt, dass wir darüber nachgedacht haben, was können wir denn tun? A, die Immobilie zu verkaufen und B, was Neues zu finden, wo wir all unsere Vorstellungen einfach realisieren können. Wir haben vor 22 Jahren dieses Haus erstanden. Oder das ist nicht erstanden. Gekauft. Nee, erbaut. Erbaut. Ja, ist ja gut. Ja? Dann ist das so. Ja, vorher war das ein Bauernhof. Da haben wir komplett erneuert, beziehungsweise hinten die Doppelhaushälfte, aber zusätzlich, wo die Scheune war, haben wir das Reihenhaus hingesetzt. Nun ist uns das alles ein bisschen viel geworden. Und weil wir auch älter geworden sind, möchten wir gerne einiges von diesen Häusern verkaufen. Ich habe in jungen Jahren mir mein erstes eigenes Haus gekauft, da irgendwie Spaß dran gefunden habe, dann angefangen, Immobilien zu sammeln. Heute bin ich beim Abbau, beim Verkauf meiner Sammlung. Ich habe ein Alter erreicht, wo ich mir sage, jetzt ist gut, genieße das, was du hast oder setze es um, damit es genießen kannst. Ja, wir haben uns an Immobilienmakler gewandt. Aber mit diesen Immobilienmaklern waren wir nicht zufrieden und haben lange gesucht, bis uns dann der glückliche Zufall Goldbar und den Coco kennengelernt haben. Die ersten Immobilienmakler haben mehr oder weniger ihren Eigennutz in den Vordergrund gestellt, als dass unsere eigenen Interessen vertreten haben. Das hat uns einfach zu lange gedauert und es kam nie was Vernünftiges dabei heraus. Somit haben wir dann nochmal gewechselt und das gleiche Spiel war nochmal. Also im Grundsatz bin ich kein großer Freund von Immobilienmaklern. Ich habe damit viel Erfahrung, ich habe damit viel negative Erfahrung. Im Grundsatz habe ich keine Vorurteile, sondern ich habe negative Erfahrungen mit Immobilienmaklern. Viele Erfahrungen, auch viele negative Erfahrungen. Es gibt ja eine große Ausnahme und das ist die Frau Kowalska. Ich habe sie noch nicht mal aufgesucht, sondern sie hat mich gefunden. Ich habe sie versucht abzuwehren. Es ist mir damals nicht gelungen und heute bin ich eigentlich froh, dass es mir nicht gelungen ist. Sie hat für mich Immobilien verkauft. Sie hat für mich Immobilien korrekt und ordentlich verkauft. Sie hat ihre Zusagen eingehalten. Ja, sie hat mich einfach rundum zufriedengestellt. So, dass ich sogar sie besten Gewissens an vielen Bekannten und Nachbarn weiterempfehlen konnte. An Coco Immobilien bin ich durch einen persönlichen Kontakt gekommen. Nola, wir haben uns kennengelernt über meinen Baustofffachhändler, der mich wärmstens an Coco weiterempfohlen hat. Ich habe die Caro von Coco kennengelernt, da wir ja versucht haben, das Haus über ImmoScout und die andere Seite fällt mir jetzt gerade nicht ein, das hat ja immer meine Freundin gemacht, hat Caro Immobilien Kontakt zu meiner Freundin aufgenommen und auch noch andere Immobilienmakler. Ich habe ja die Makler, die wir jetzt engagieren wollten, brauchen Erstkontakt,
mit meiner Freundin gemeinsam das Gespräch gesucht. Und letztendlich, werden Sie nicht glauben, wird jetzt eine längere Antwort, haben Sie Pech gehabt. Wir haben abends noch darüber diskutiert im Familienkreis. Und unser Bauch, beide gemeinsam, unabhängig voneinander, war eindeutig in Ihre Richtung. Weil Ihre Emotionalität und die Art und Weise, wie Sie das alles gestaltet und gemacht haben, war einfach mehr als überzeugend. Und aus meiner Sicht, für die überschaubaren Kontakte meinerseits, sind Sie einfach der Wahnsinn. Wir haben zusammen mit Coco Immobilien relativ schnell eine passende Immobilie in Mettmann hier in Obschwarzbach gefunden. Und wie das mit, ich sag mal, alten oder älteren Häusern so ist, die brauchen dann erstmal viel Liebe und Zeit. Wir haben für uns relativ schnell die Entscheidung getroffen, das Haus einmal komplett zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. Das heißt, eigentlich im Prinzip einen Neubau zu planen. Und ja, die Zeit, die dann zwischen alter Wohnung und neuem Haus zu realisieren war, das war so ein bisschen unser Knackpunkt, dass wir darüber nachdenken mussten, wer kauft es und wer lässt uns vielleicht noch ein bisschen länger drin wohnen, das auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wie bekommen wir vor allen Dingen dann auch die ganzen Zeitfenster zur eigentlich komplett Sanierung von der neuen Immobilie. Wie bekommen wir die hin? Wie bekommen wir das gemanagt? Ich habe nichts mit Immobilien, Hausbau und Co. zu tun. Ich bin handwerklich völlig ungeschickt. Und auch meine Vorstellung ist relativ eingeschränkt, was das Thema angeht. Wie plane ich sowas? Wie realisiere ich sowas? Und da braucht es dann einfach Fachleute, die sowas vielleicht nicht täglich tun, aber vielleicht einen Erfahrungsschatz haben, auf den man bauen kann, auf den man sich verlassen kann. Und der dafür sorgt, dass man einfach ja, ein paar Sorgen weniger hat. Vor allem nämlich genau das Thema, wo schlafe ich morgen oder auch in Zukunft, wenn die eine Immobilie verkauft ist und die andere noch nicht fertig ist. Das weiß man halt eben vorher nicht. Also mit Coco Immobilien haben wir das gut lösen können, weil der Käufer sich flexibel darauf eingelassen hat, uns einfach so lange wohnen zu lassen, wie wir wollen. Wir haben ein gutes Agreement gefunden, wie wir das gestalten, vergüten, Kaufpreis, Mietzahlungen, die sich angeschlossen haben. Da war das einfach wertvoll, jemanden an der Seite zu haben wie euch. Ein guter Makler heißt für uns, dass er auf unsere Interessen eingeht und jederzeit für uns erreichbar ist und kann uns Auskunft geben über die Dinge, die wir gerne wissen wollen. In meinen Augen ist ein Makler wichtig, dass er die Bedürfnisse und Vorstellungen des Kunden umsetzt. Das bedeutet, dass er vernünftig mit ihm zusammenarbeitet, dort eine vernünftige Preiskalkulation an den Tag legt und auch das ganze Organisatorische mir abnimmt. Weil die meisten Menschen, die selbstständig sind oder Unternehmer sind, haben wenig Zeit und möchten gerne diese Dinge in fremde Hände legen. Also ich würde Frau Kowalska zu jeder Zeit weiterempfehlen. Ich würde sie zu jeder Zeit weiter für mich einsetzen, weil man kann sich auf sie verlassen und ich habe damit nichts zu tun. Ich gebe ihr ein Objekt an die Hand und sage zu ihr, bitte, was bringt es mir? Und dann macht sie das. Sie regelt das, sie verkauft das für mich. Da gibt es keinen Ärger, da gibt es gar nichts. Also total entspannt. Ja, für mich war ein guter Immobilienmakler in erster Linie, der nicht auf sich selbst bedacht ist. Das heißt, den Vorteil sieht, indem er Geld verdient und nicht quasi der Verkäufer. Und das wiederum zeichnet Coco aus. Da konnten wir jederzeit davon ausgehen, dass wir gut beraten werden. Genau. Wie es so ist, Ende gut, alles gut. Das hat gut funktioniert. Wir haben unsere Altbauwohnung verkauft. Hat sich alles zum Guten gefügt. Wir wohnen jetzt einfach weit vor den Toren von Düsseldorf. Die Immobilie ist nicht nur schön geworden, sondern eigentlich genau das, was wir bauen wollten, was wir auch im Rahmen der ganzen Sanierungsphase für uns noch so an Ideen mit haben einfließen lassen. Und jetzt ein paar Jahre später war es A, nicht nur die richtige Entscheidung, sondern auch in der Rückbetrachtung, wir haben nie eine Sorgenfalte gehabt, wenn es darum ging, darüber nachzudenken, wo schlafen wir morgen. Das war einfach sicher, das war safe von Anfang an. Und wir würden es wieder tun, kurz gesagt. Ich war völlig überrascht, oder nicht überrascht, sondern beeindruckt, dass sich mein Bauchgefühl im Nachhinein als richtig erwiesen hat. Und dann sogar auch noch der von mir gewünschte Preis, den ich ja seit längerem im Grunde so als Hausnummer im Kopf hatte, sogar erheblich gesteigert hat. Also bei Frau Kowalska
fühlte ich mich von vornherein gut aufgehoben. Sie hat ihre Zusagen eingehalten. Sie hat keine überhöhten Verkaufspreise mir vorgespielt, die dann nachher nicht eingehalten werden konnten. Also ihre Aus- und Zusagen passten immer und wurden eingehalten. Wir konnten uns ganz entspannt zurücklehnen und zusehen, wie unsere Immobilie verkauft wurde. Bei Coco Immobilien, sprich bei Nola, fühlte ich mich extrem gut aufgehoben. Es wurde sehr strukturiert vorgegangen. Nola hat sich hervorragend um sämtliche Dinge gekümmert. Du hast dir alle Unterlagen von mir geholt, hast sie eingescannt, zeitnah zurückgebracht. Du hast dich exzellent um die Termine gekümmert, hast diese super gesetzt und nicht mal bei der Übergabe musste ich dabei sein. Stimmt, die Besichtigung hatte ich alleine gemacht, da du einen Termin hattest. Ein Date, kein Termin. Schöner sogar, aber das habe ich super gerne gemacht. Ja, was ist denn los? Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken. Der Dank gilt natürlich an Caro, dass sie das Haus in der Form und der Art so toll verkauft hat. Und wir bedanken uns bei Ihnen, dass wir Ihr tolles Haus verkaufen durften. Das war echt toll, wirklich. Also hat uns jetzt beiden Spaß gemacht. Und wer möchte, bitte die Bewertung auf Google anschauen. Ne? Weil die zeigt ja im Grunde das, was wir hier jetzt noch mal in mündlicher Form von uns geben. Ne? Ich würde wieder auf einen Makler zurückgreifen. Nicht nur, weil es einfach eine professionelle Lösung ist, die Zeit spart und die eine Menge Arbeit von den Schultern wegnimmt. Und gerade wenn es darum geht, solche komplexen Situationen zu lösen, A, alte Wohnung, B, neue Wohnung, du weißt nicht, wann du einziehen kannst, Lösungen aus der Erfahrung heraus mit der Expertise eines Maklers, würde ich als Privatperson so nicht hinbekommen. Das sind die drei Gründe, warum ich wieder einen Makler nehmen würde. Also wenn ich Coco Immobilien in einem Wort umschreiben müsste, würde ich einfach nur perfekt sagen. Komplex. Nix. Jo, mach doch! Hast du Sprache verloren? Wenn ich Coco Immobilien in einem Wort beschreiben dürfte, dann wäre das ganz klar professionell. Coco ganz entspannt verkauft. Coco Immobilien. Wer dort sein Haus nicht verkauft, ist selber schuld. Coco ganz entspannt. Coco Immobilien, ganz entspannt. Kaufen. Saufen. Verkaufen. Jetzt aber wirklich das letzte Mal. Jetzt. Alles klar. Opel. Coco Immobilien, entspannt. Verkaufen. Prost. Ich habe mich für Coco Immobilien entschieden, da meine Zeit als Unternehmer Geld ist. Coco Immobilien können da machen. Coco Immobilien, weil es unkompliziert ist. Mach bloß das Ding raus.